jetzt sind wir zur heutigen Musikstunde. Wir spielen miteinander Unity von Fat Rats. Wer mitspielen möchte, kommt her ans Klavier. Ich lerne euch das Stück auswendig. Ich habe hier mir Noten aufgeschrieben, die braucht ihr nicht. Ich möchte euch nur den einfachen Ablauf zeigen. Das Lied hat 4x4 Takte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass die dritte und vierte Zeile sind eine Wiederholung von den ersten beiden Zeilen, nur alles in der rechten Hand eine Oktave höher. Das heißt, wir lernen in diesem Teil die rechte Hand diese zwei Zeilen spielen und in der linken Hand brauchen wir vier Akkorde E-Moll, C, D, A und in der zweiten Zeile auch E-Moll, C, D, A. Die dritte und vierte sind identisch, die Akkorde gleich und die rechte Hand spielt eine Oktave höher. Wir fangen an. In der rechten Hand brauchen wir die Töne H, A, G, E und D. Ich mache mir jetzt kleine Aufkleber dahin. Das sind die Töne. 2. So, achte drauf, das F bekommt keinen Aufkleber. Wir spielen einmal mit der rechten Hand die fünf Töne mit den Fingern. 1, 2, jetzt lasse ich das F aus und lege den dritten Finger aufs G, den vierten aufs A und den fünften aufs H. Das spiele ich jetzt zweimal auf und abwärts zur Übung. Spielt mit. 1, 2, Finger spreizen. Der Zwischenraum zwischen zweiten und dritten Finger ist etwas unangenehm, das muss man ein paar Mal machen. Der erste Teil geht folgendermaßen. Der fünfte Finger liegt auf dem H. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Spielt mal mit, legt den fünften Finger aufs H und achtet hier auf die Spreizung. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Und nochmal mit Tönen. Das machen wir insgesamt dreimal. Erstes Mal. Nummer 2. Nummer 3. Und dann G, A, H, A. Nochmal von vorne, also dreimal und dann diesen Schluss. Und für euch alleine und stellt dann auf weiter und wir spielen miteinander die zweite Zeile. Die zweite Zeile beginnt wie die erste. 5, 4, 3. Jetzt spielt ihr zweimal. Achtung, und beim jetzt weg kommt was Neues. Jetzt wechselt ihr mit dem Daumen auf das E. Ich spiele ohne Rhythmus weiter. E, G, A und den Daumen aufs H. Bis dahin der zweite Teil. Und
So, jetzt kommen die hohen Töne. Für die nehme ich jetzt eine andere Farbe, Aufkleber. Ich brauche einen Aufkleber auf dem D, auf dem E. F lasse ich wieder aus, auf G und auf A. So, ich spiele nochmal den zweiten Teil ab Takt 5. Ein zweites Mal. Wechsel auf den Daumen. Dahin den zweiten Teil. Wechsel auf den Daumen. E, G, Daumen auf H, D, E, 2, 3, 4, 5. So, das war schon die ganze rechte Hand. Wir spielen von vorne alle 8 Takte. Also, dreimal. Das war das erste Mal. Nummer zwei. E, A, A, A. Zweiter Teil. Jetzt wechsle ich auf den Daumen. Das war's schon. Wir machen mal langsam diese letzten zwei Takte. Der Daumen liegt auf E, der zweite auf G, der dritte spielt A. Dann gehe ich mit dem Daumen drunter durch aufs H, der zweite auf D, E. Jetzt nochmal zurück aufs D, E, G, A. Und wir spielen ein letztes Mal alle 8 Takte. Und wieder das Gleiche, nur fange ich jetzt ein bisschen höher an beim oberen H. Los. So, ihr habt schon gehört, ich spiele jetzt mit der linken Hand die Akkorde mit. Ihr braucht 4 Akkorde. Jeder Akkord geht 5, 3, 1. Der Akkord hat immer den Namen vom unteren Ton. Achtung, ich stelle die Kamera etwas nach links. So, ich spiele den Akkord auf E, dann den Akkord auf C, den Akkord auf D, da spielt der Mittelfinger die schwarze Taste, und dann gehe ich runter und der kleine Finger zum A. Das sind sie. Ich wiederhole nochmal: E-Moll, lauter weiße Tasten, C-Akkord, auch lauter weiße Tasten, ein Ton hoch, schwarzer Taste Fis und 4 Töne runter mit schwarzer Taste Cis. Also, mein unterer Ton ist E, C, D und A. Spiel mal die Akkorde mit. E, C, D-Dur mit Fis, A-Dur mit Cis. Diese
Akkordfolge sollst du so lange spielen, bis du sie flüssig kannst. Drück jetzt auf Pause und trainiere diese Akkorde mindestens 10 Mal. Wenn du soweit bist, schalt wieder ein und wir spielen miteinander. Ich spiele jetzt die rechte Hand und zeige euch, an welcher Stelle ihr den Akkord spielen müsst. Jetzt. Jetzt. Und D. Und jetzt. Ja, klatscht in die Hände. Weiter Takt 5 bis 8. Ich bin hier immer noch auf den Grünen. E-Moll. C. Achtung, die rechte geht aufwärts. D-Dur. A. Nochmal die zweite Zeile. Höher.
wird der erste Teil. Nochmal zum Schluss, dass ihr den Ablauf könnt. Also, Takt 1 bis 4. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.